Hallo ihr Lieben. Ich habe mir ja letztes Mal euch den Hall gezeigt, wo ich bei Woolworth und Rossmann war und bei Action. Und ich habe mir ja zum Beispiel von Revol de Loop diesen Hyaluron, diese Hyaluron Foundation gekauft und von Revolution diese Palette. Und das möchte ich heute mal mit euch zusammen ausprobieren. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Das ist das erste Mal. Also mache ich mir erstmal die Haare zurück. Na, eine Tagespflege habe ich drauf. Dann legen wir gleich mal los. Ja. Ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht, wie man das jetzt aufträgt. Ich mache einfach mal hier so ein bisschen und verteile das dann mit dem Pinsel. Ich mache auch immer ein bisschen auf den oberen Augenlidern. Ein bisschen vielleicht noch. Sehr flüssig. Und duftet etwas. Ist parfümiert. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme gerne den runden Pinsel dafür. Also den finde ich schöner. Es gibt ja auch noch diese. Wo habe ich den denn? Diese Make-up-Pinsel, aber die benutze ich gar nicht, weil ich finde, das wird streifig. Ich fange einfach mal an. Ja, das hat ja Bärbel Schäfer in einem Video, hat sie das vorgeführt und erzählt und hat mich so neugierig gemacht auf diese Foundation. Die hat so geschwärmt, dass ich dachte, die will ich unbedingt ausprobieren. Und sonst habe ich ja immer mein Mousse von Essence, da bin ich ja auch super begeistert von. Aber sie sagte, das ist so toll und das setzt sich nicht ab und ja, gibt ja auch noch mal Feuchtigkeit. Wie gesagt, meine Haut ist ja eigentlich eher fettig, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie sich diese Foundation bei mir macht. Na? So, ich streiche das immer so ein bisschen in den Hals aus. Na? Ich würde sagen, das reicht auch schon. So. Deckt ein wenig ab, nicht zu doll, muss ja auch nicht. Zum Glück ist meine Haut ja jetzt echt besser geworden. Pickel und so habe ich jetzt so eigentlich gar nicht mehr, schon eine ganze Weile. Und ja, das liegt halt an den tollen Produkten, die ich jetzt so ausprobiert habe. Viel mit Hyaluron, viel dünnflüssige Cremes. Ne? Zu reichhaltig geht ja bei mir nicht. Und so klappt das ganz gut. So, ich habe ja auch diese Beurer-Bürste, die ich jetzt jeden Abend verwende. Ich habe das Gefühl, mit den Silikonnoppen, das reinigt das Gesicht noch mal besser. Ja, ich finde es ganz toll. Ne? Es hat so einen leichten Schimmer noch. Ich bin nicht so matt. Und kommt ja eh noch jetzt mein Puder drauf. Ich finde die, ja, fühlt sich gut an. Ich finde auch von der Farbe passt das super. Ich habe den hellsten Ton genommen. Die 01, genau wie bei meinem Mousse, da nehme ich auch immer das hellste, weil ich ein sehr heller Hauttyp bin. Ja, ein bisschen Pulver, Puder habe ich noch, ich muss mir das wieder anmischen. Das mache ich mir immer in den Deckel. So, ein bisschen Puder in den Deckel. Und dann mit so einem Schwämmchen trage ich das ganz gerne auf. Da kommt dann mehr rauf. Was immer wichtig ist, das mache ich immer auch die Wimpern damit einpudern. Dann hält die Wimperntusche nachher besser. So. Und dann pudere ich mich überall ein bisschen ab, besonders hier in der T-Zone, wo ich ja schnell fettende Haut habe. Na? Hier am Kinn. Und so. Doch so finde ich sie sehr schön. Ich muss mal sehen, so über den Tag. Sehr schön, muss ich sagen. Ja. Vielleicht werde ich die jetzt so mit einbauen, dass ich mal mein Mousse und mal diese nehme. Das Mousse war ja auch echt toll, wenn ich mal Pickelchen hatte und so. Das hat das gut abgedeckt. Aber momentan, also schon bestimmt einen Monat oder länger, habe ich so überhaupt keine Pickel mehr. Und da bin ich auch toi, 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 Klopf auf Holz, da bin ich auch sehr froh drüber. Es war ja eine Zeit lang ganz, ganz, ganz doll. Da sah ich ja aus, als wäre ich in der Pubertät. Ja. Ja.
Kann natürlich auch manchmal zusammenhängen mit den Wechseljahren. Na, ich habe mich da nicht testen lassen, aber ich denke mal, mit 50 ist man wohl schon in den Wechseljahren. Ne? So der Anfang, es geht ja über Jahre. Ja, gehe davon einfach mal aus. So, alles ein bisschen abgepudert. Ich liebe ja das Puder von Make-up Coach. Ne? Das ist richtig fein und ja, das setzt sich auch nicht in den Falten ab. Also ihr seht ja, da ist. Man sieht das gar nicht, dass ich da Puder drauf habe. So, ja, jetzt wird es spannend. Ich mache sie mal auf. Mal schauen, was da für schöne Farben sind. Was kann ich da mal nehmen? Jo, ich fange mal an. Bin ich mutig oder nicht? Schaut mal diese Farben. Ich glaube, ich, ja, so teils, teils. Also so einen hellen Ton habe ich leider hier nicht drin, um einmal das gesamte Augenlid zu setten. Aber ich habe ja das Puder drauf und ich denke, das reicht dann auch. Aber ich habe schön ein paar matte Töne dabei, ein paar schimmernde Töne. Na? Seht ihr? Und ich nehme mal als erstes fange ich immer, meistens fange ich ja mit dem unteren beweglichen Lid an. Dann nehme ich heute mal, mache ich es mal ganz matt. Ja, genau. Ich brauche einen anderen Pinsel. So nehme ich so einen Pinsel und dann gehe ich mal in diesen Ton. Genau, in diesen hier, der ist matt. Hier am äußeren Augenwinkel. Und gehe so ein bisschen höher, weil ich ja leichte Schlupflider habe. Auf dieser Seite auch. Das ist ein matter Ton. Dann gehe ich hier so ein bisschen höher wegen der Schlupflider. So schön pigmentiert ist die Palette, muss ich sagen, die ist toll. So, ich gehe auch gleich mal so ein bisschen, mache ich hier diesen, ne, immer am Bogen so ein bisschen entlang. Das ist ja zum Kaschieren der Schlupflider. So, dann noch mal ein bisschen in die Farbe rein. Und nochmal hier so. So, verblendet wird das ja später noch. Die sind magnetisch, die sind jetzt gerade auch aneinander. Ja, ich dachte mir, eigentlich wollte ich ja gern was Helles. Ich gehe mal in dieses Rosé und das mache ich mir auf das untere bewegliche Augenlid. Ich gehe da auch immer ein Ticken höher. Seht ihr, ne? Weil ich ja, wie gesagt, leichte Schlupflider habe, damit man mehr von der Farbe sieht. So, der Schimmer, deswegen mache ich das mit dem Finger. Und das, ich glaube, ich nehme den silbernen. Den silbernen nehme ich hier in den Innenaugenwinkel. Genau. Bisschen doll. Uiuiui, das ist aber kräftig. Ja, wenn man eine Palette noch nicht kennt, dann kann man schnell zu viel nehmen. Gut. So. Gehe ich noch mal in den schimmernden Rotton hier und gehe so bis zum halben Auge. Nur so ganz leicht für so einen Übergang. So, genau. Jetzt werde ich mir oben diesen Pinsel hier, oben mal mit dem mit diesem Braunton unter den Augenbrauen mal so ein bisschen, diesmal nicht so hell. Das sieht denn so aus. Oh ja, kann man ruhig ein bisschen abklopfen, das ist immer sehr viel drauf. Ein bisschen. So, genau. Der Spiegel ist toll, der ist so richtig schön groß. Da kann ich mich schminken und dann das sehe ich sogar. So, ja, hier ist ein bisschen stark geworden. Jetzt verblende ich das erstmal so ein bisschen. Ne? Ein bisschen nach oben.
meine Katzentoben wieder. Falls ihr was hört, das sind die Katzen, die jagen sich manchmal. Dann spielen sie. Die lieben sich und sie hassen sich manchmal auch. Ja, auch da sind so schöne Farben drin und ich habe mich jetzt gar nicht richtig getraut, ne? Ich werde jetzt mal hier mit diesem ganz dunklen Ton noch mal so ein kleines Dreieck machen. Dann nehme ich so einen, ich weiß nicht, heißt der Zungenpinsel. Da gehe ich in diesen ganz dunklen Ton rein und gehe dann hier so hoch und mache dieses leichte Dreieck. Das mache ich immer ganz gerne. Das gibt mehr Ausdruck. Ja, das würde ich sagen, ist so ein dunkelgrau, wenn ich richtig gucke. So. Und da gehe ich dann auch noch mal hier oben so ein klein bisschen, also wie so ein Dreieck hier hoch, hier rüber, hier hoch und dann hier auf dem Knochen so ein klein bisschen reingehen. Na? Genau. Noch mal verblenden. Mit so einem wuscheligen, etwas weicheren Pinsel. Wenn es sich schwer verblenden lässt, könnt ihr ruhig einen festgebundenen Pinsel nehmen, habe ich festgestellt. Dann verblendet sich das bei schwer verblendbaren Farben noch ein bisschen besser. So. Genau. Was machen wir noch? Unten. Dann nehme ich mal den Zungenpinsel nochmal. Und gehe in dieses, was ich oben genommen hatte, dieses Aubergine-Lila, so ein Aubergine ist das, ne? So ein Pflaumenfarben, gehe ich hier unten nochmal, aber nur bis zur Hälfte. Und das könnt ihr ruhig so ein bisschen dicker machen, auslaufen lassen nach unten. Das macht die Augen optisch größer. Genau. Das habe ich jetzt damit gemacht. Ich war jetzt nicht besonders mutig, wie das immer so ist bei mir, ne? Am Anfang. So sieht das jetzt aus. Also ich habe diesen Ton benutzt, dieses helle Braun, das Dunkle für das kleine Dreieck. Dann war ich in diesem schimmernden Lila, in dem Silber und in diesem Roségold. Und damit, mit dem Roségold, könnte ich noch mal so ein bisschen hier rauf gehen. So. Na, wenn sich das schwer verblenden lässt, diese schimmernden Töne, dann kann man auch einfach mit einem schimmernden Ton einen von beiden halten, nochmal so leicht darüber gehen, aber nur ganz leicht, dann sieht das auch so ein bisschen wie verblendet aus. Also na, aus dieser Palette von Revolution. Genau. Und dann werde ich mir mal ein bisschen Bronzer nehmen. Dann nehme ich von Revolosny, den ich immer nehme, so mein Lieblingsbronzer. Und dann gehe ich halt von hinten nach vorne, also mit dem Make-up. Jo, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht genug gepudert habe. Hier hat sich ein klein bisschen was abgesetzt. Das habe ich sonst eigentlich mit dem Mousse so gar nicht. Aber ich werde es weiter austesten. Mal schauen, wie das sich bei mir so macht. Wie gesagt, jeder hat eine andere Haut. Ne? So. Aber vom Farbton und vom Verteilen und vom Gefühl auf der Haut fühlt es sich sehr pflegend und gut an. Okay, das reicht mir. Dann hatte ich mir hier dieses Rouge hingelegt von Beauty. Ja, Beauty. Tannic Beauty oder so, das aus der Box, von, wie heißt sie hier, aus der Glossy Box. Und das ist gleich schon so ein bisschen schimmernd und riecht ja so schön nach Rose. Und dann brauche ich meistens kein Highlighter mehr, weil das schon von sich aus so ein bisschen glänzt. Na, könnt ihr bis hier vorne auf den Wangenknochen, hier auch. Ein bisschen tupfend nach oben mache ich das meistens und gehe so bis zu den Schläfen. So, genau.
Das war das Rouge. Jetzt nicht zu viel. Nur so ein bisschen. Und an meiner Nase zum Kaschieren hier noch ein bisschen Bronzer. Wenn sie sehr lang ist, kannst du hier vorne auch noch mal so ein bisschen machen. Dunkel sitzt ja zurück. So, das war das. Augenbrauen habe ich noch gar nicht gemacht. Dann nehme ich ja gerne hier diesen von Manhattan. Ne? Habe ich euch auch schon gezeigt. Diesen Stift von Manhattan. Und dann gehe ich hier immer so strichelnd ein bisschen rüber. Auch ein bisschen weiter oben lieber. Ne, bei den Augenbrauen, bis wo die halt so wachsen, also im oberen Bereich, dann wirkt das so, als wenn die Augenbraue etwas höher ist. Ja, weil die YouTuberin, ich weiß jetzt nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe, die hat das so süß gesagt, Frauen, da kommen sie ja von alleine. Und dann kann man das so ein bisschen höher setzen, dann sehen sie wieder aus, als wenn sie etwas höher sind. Ne? Das Auge ein bisschen, öffnet das Auge ein bisschen. So. Und dann kämme ich das hier jetzt nochmal so und verteile damit auch gleichzeitig nochmal die Farbe so ein bisschen durch das Kämmen. Das finde ich ganz toll mit dem Stift. Dann habe ich ja einen weißen Eyeliner, muss ich wieder anspitzen. Da mache ich mir gerne im Innenlid, inneren Augenlid so ein bisschen weiß. Was auch schön ist, wenn ihr eine helle Hautfarbe nehmt, einen ganz hellen Ton. Das ist auch sehr, sehr schön. Also dieses Make-up, ne, sieht man schon, es glänzt etwas mehr. Ich kann es natürlich noch mal ein bisschen mehr abpudern, weil so einen Glanz mag ich nicht. Hat ein bisschen mehr Glanz und ich denke mir, wenn man sehr trockene Haut hat, ist das super. Aber ich puder noch ein bisschen. Vielleicht hatte ich zu wenig Puder. So. Hier glänzt alles noch ein bisschen. Aber es ist sehr pflegend mit Hyaluron. Ich mag ja Hyaluron sowieso sehr gerne. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, habe ich doch mal wieder eine andere Foundation ausprobiert. Ne? Ich habe ja gedacht, ich habe die beste ja auch schon gefunden. Also die Mousse ist wirklich toll. Na, aber diese, ja, die ist ja auch nicht schlecht, gerade auch wenn die Haut etwas trockener ist. So, schnell ein bisschen Lippenstift. Dann nehme ich immer gern den von Barbour. Der ist ja so schön pflegend und eine ganz neutrale Farbe. Dann sieht man schon ein bisschen besser aus. Ne? So, dann habe ich hier einen Eyeliner. Den hatte ich von Heike im Tauschpaket. Und damit werde ich mir jetzt hier mal meinen Lidstrich ziehen. Also ich muss es doch ein bisschen, ganz leicht muss ich mein Augenlid ziehen, glatt ziehen, sonst kriege ich das nicht so hin. Habe ich schon ein paar Mal ausprobiert und am schönsten wird es halt doch, wenn ich es ein bisschen glatt ziehe. Hier hinten gehe ich dann einfach hoch und orientiere mich da am Ende meiner Augenbraue. In die Richtung gehe ich halt. Ja. So. Dann werde ich nach hinten etwas dicker und vorne ist es immer etwas dünner. Also ich fange ganz dünn an und werde nach hinten etwas dicker und je mehr Schlupflied man hat, muss man den Strich dann wahrscheinlich ein bisschen höher ziehen. Ne? So, man kann auch gleich hinten anfangen und dann bis zur vorderen Drittel und dann vorne ansetzen. Seht ihr das? Dann setze ich immer noch mal vorne an und gehe noch mal rüber bis ganz nach hinten. Und orientiere mich, wie gesagt, immer an meiner Augenbraue, am Ende der Augenbraue. In die Richtung zeigt dann der Wing. So einen leichten Wing habe ich ganz gerne. So. Und unten mache ich immer ein ganz bisschen, ganz dünn am Wimpernrand. Am Wimpernkranz hier, aber auch nur bis zur Hälfte. Hier auch. Ja, da wollte ich mal ganz mutig sein. Es geht. Mutig war ich jetzt nicht, ne? Ich habe noch ganz andere Farben da drin. Das werde ich bestimmt noch mal ausprobieren. Also auf jeden Fall. Ne? So, das habe ich jetzt damit geschminkt. Dann habe ich ja diesen von Douglas, diese Mascara. Die heißt ja Kiss and Curl. Und ich finde die so toll. Die macht so schöne, volle Wimpern. Hatte ich euch schon mal erzählt.
Und damit tusche ich mir jetzt noch meine Wimpern. Dann bin ich fast fertig. Ich habe auch gerade gehört, mein Sohn ist von der Schule gekommen. Muss ich auch gleich Essen machen. So. Jo. Und der Große, der war nach 8 Monaten ganz glücklich, dass er wieder in die Uni konnte. Eine Vorlesung und jetzt ist wieder Lockdown. Ja. Ist nicht so einfach für die jungen Leute, ne? Die jetzt studieren oder auch eine Ausbildung suchen. Opf, ist keine schöne Zeit. So. Bin immer ungeduldig, wenn ich die Kamera dabei anhabe. Ich möchte dann schon gleich den nächsten Schritt machen. Aber die Wimpern sollen ja auch schön getuscht sein, gerade wenn du ein bisschen mehr mit dem Eyeliner ein bisschen dicker geworden bist, ne? Damit man die Wimpern sieht, müssen sie schon ordentlich getuscht sein. Sonst fallen sie gar nicht auf bei dem dicken Eyelinerstrich. So. Ne? Ich möchte euch nämlich noch die Ohrringe zeigen. Ich finde die Hammer. In der Verpackung fand ich die, jo, könnte nett sein. Einfach mal ausprobieren für 1,59 €. Kann man ja nichts verkehrt machen. Wenn sie mir nicht gefallen, ja gut, dann nicht, ne? Aber ich fand die so toll. Und mein Mann meinte auch gleich, oh, die sehen ja toll aus. Das ist halt was, ja, ein bisschen auffälligeres. Zeige ich euch gleich mal. Ne? So, das ist erstmal die erste Schicht. Bin ungeduldig, ich zeige euch jetzt die Ohrringe. Das sind ja diese. Ich finde die echt toll. Und sie sind auch nicht zu schwer. Gut, sie sind schon ein etwas schwer, sind sie, ne? Aber sind die nicht toll? Also ich finde sie ganz, ganz toll und auffällig. Und das ist doch was für Weihnachten oder Silvester. Oder wenn man mal schön weggehen will. Ne? Aber ich trage sie auch so. Ich gehe damit auch einkaufen. Ja, je größer war früher immer mein Motto, umso besser. Ohrschmuck. Ja, haben immer mal einige über mich gelacht. Aber gut. Im Netten. Die wussten halt, ich bin so. Ne? Aber ich bin ja auch schon mit den Ohrringen etwas kleiner geworden. Ich denke mal, das passt auch zum Alter nicht mehr. Wenn ich jetzt so sehe, da, diese ganz langen Kreolen. Wenn ich 20 wäre, würde ich das auch noch tragen. Aber jetzt, das passt einfach dann nicht mehr. Aber diese hier, ich finde die richtig schön. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal mein Ergebnis. Die Wimpern, ne? Also die, ich finde diese Wimperntusche jetzt gerade so toll. Die macht so richtig viel Volumen. Und ich weiß nicht genau, ob meine Wimpern irgendwie von sich aus etwas länger sind oder ob das nur die Wimperntusche ist. Ich habe einfach das Gefühl, die Wimpern sind etwas länger. Vielleicht durch Zufall, durch die Cremes, die ich so benutze jetzt, halt andere Cremes, dass die Wimpern das auch gut vertragen. Aber seht ihr das? Das sind tolle Wimperntusche. Ja, mein Pony wird jetzt wahrscheinlich wieder abstehen. Na, es geht. Es geht. Ja. Und gut, das ist jetzt der Look, ja, mit dieser, aus dieser Palette, die ich wieder voll angekrabbelt habe. Kriegst du das auch nicht sauber, ne? Naja, egal. Die finde ich richtig, richtig schön. Da ist noch ganz, ganz viel, was ich ausprobieren kann. Genau. Und das ja, Make-up. Ihr seht, das gibt ein bisschen mehr Glow als meine Mousse, die ist sehr matt, aber ist ja auch schön eigentlich. Ist halt nur ungewohnt für mich, ne? Dass ich jetzt so ein bisschen mehr glänze im Gesicht. Aber es ist nicht doll, also es ist so seidenmatt, würde ich sagen. Jo, mal schauen, ich werde das weiter ausprobieren. Und vom Gefühl her finde ich sie richtig, richtig gut. Und die gibt ja gleich noch Feuchtigkeit, die ist mit Hyaluron, also ein pflegendes Make-up ist doch nicht verkehrt. Ja, so. Das ist jetzt mein Augen-Make-up. So sieht das jetzt aus. Und meine Klimbims. Das mag ich ja. Okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!